und streck für einen Moment beide Beine aus. Dann stell den anderen Fuß auf und nimm das gestreckte Bein jetzt ein paar Mal. Einmal mit gestreckten Fußzehen nach oben gehen, zieh die Fußzehen an, senke dein Bein auf den Boden oder halte kurz davor an. Wiederhole und atme. Das nächste Mal, wenn der Fuß nach oben zeigt, bleibt den Fuß entspannt lassen. Fass wieder deine Beinrückseite, da wo du gut hinkommst und halte die Dehnung. Atme. Und der andere Fuß kann aufgestellt bleiben oder gestreckt vom Bein. Dann stell wieder den rechten Fuß auf, löse deine Hände und der andere Fuß kommt dazu und für einen kleinen Moment streck die Beine aus. Tranquility. Spür nach. Stell dann die Füße wieder auf. Nimm einen Arm gestreckt über deinen Kopf. Dreh dich auf die Seite, dass dein Ohr auf diesen Arm zu liegen kommt. Mit der anderen Hand stütz dich vor deinen Brustkorb und schieb dich nach oben in den Vierfüßlerstand. Die Finger sind gespreizt, Handgelenke und Schultergelenke sind übereinander, die Knie hüftbreit geöffnet und Hüften und Knie sind direkt übereinander oder ein klein wenig die Knie nach hinten. Cat und Cat-Tag, Katze und Katzenbuckel. Mit dem Ausatmen zieht das Steißbein nach unten, die Bauchdecke nach innen noch ein Katzenbuckel, den Kopf nach unten senken. Atme und dann beginnt das Steißbein sich wieder aufzurichten, der Rücken wird lang, der Kopf kommt mit. Wiederhole in deinem Atemrhythmus. Streck richtig weit deinen Rücken ganz nach oben, wie eine Katze, die gerade aus dem Schlaf erwacht ist, wohlig räkelt. Ein letztes Mal am Steißbein beginnen, Welle fließt durch die Wirbelsäule und wieder am Steißbein beginnen, die andere Richtung. Und wenn du wieder aufgerichtet bist, entspanne einen Moment im Child. Das Kind.
Zieh die Hände zu den Knien, roll dich hier nur in der mit dem Einatmen richtig an. Natural Rolls. Die Arme sinken. Die Wirbelsäule bleibt gerade und aufrecht. Den geraden Rücken, soweit es geht, nach vorne. Und dann werden wir ruhen. Mit der Ausatmung rollen wir uns wieder ins Sitzen. Das Steißbein beginnt, der Kopf hängt, kommt erst ganz zum Schluss. Die Hände können nach unten bleiben, ausatmen, vorne kommen. Beginne mit der Ausatmung in beide Richtungen. Und lass den Atem einfach fließen. Und komm jetzt ins Kind, Child to you. Roll dich mit der Ausatmung nach oben, der Kopf kommt erst ganz zum Schluss. Und mit dem Einatmen richten wir uns wieder ganz auf. Komm ins Sitzen. Rutsche wieder ganz in den Rand deiner Matte. Und roll dich langsam Wirbel für Wirbel auf den Rücken. Kannst die Knie mitnehmen. Knees to chest. Zum Abschluss gehen wir in Reclined Butterfly, den liegenden Schmetterling. Wenn du mit dem unteren Rücken Probleme hast, kannst du dir ein dickes Kissen unter die Füße legen. Die Arme entspannt senken, die Fußsohlen zueinander drehen und die Beine auf die Matte oder auf das Kissen senken. Wenn du kein Kissen hast, ganz bewusst die Bauchdecke nach innen ziehen, das schützt deine unteren Rücken. Atme. Du kannst jetzt einfach noch einen Moment im Butterfly liegen bleiben oder du streckst deine Beine aus und entspannst dich. Diese Yoga-Sequenz ist zu Ende.